Endlich ist es wieder soweit. 12 Kandidaten treffen sich im australischen Dschungel und treten in spannenden Prüfungen gegeneinander an. Moderiert wird das jährliche Spektakel auch in der 14. Staffel von Sonja Zietlow und Daniel Hartwig. Unter den Kandidaten befinden sich dieses Jahr einige Promis, die ohne größere negative Schlagzeilen bekannt geworden sind. So zum Beispiel Ex-Boxweltmeister Sven Ottke oder DSDS-Gewinner Prinz Damien. In den Dschungel zieht auch Trödelfuchs Markus Reinecke, der ebenfalls mit reiner Weste um die Dschungelkrone kämpfen wird. Andere Kandidaten wie Toni Trips, die nackt tanzend gefilmt und dafür gemobbt wurde, haben da schon mehr öffentliches Interesse geweckt. Großes Aufsehen haben allerdings andere erregt. So zum Beispiel Marco Cerullo, der durch die Reality-Formate surft wie kein anderer. Doch bei seinem Einzug in das Format Bachelor in Paradise 2019 tut er sich selbst keinen Gefallen. In der Sendung kommt raus, dass er versucht hat, Ex-Flamme Maike beim Sex zu fotografieren. Das behauptet zumindest Maike. Er dementiert das Ganze und berichtet, dass er doch nur auf Instagram war. Aber auch das ukrainische Playmate Anastasia Avilova ist nicht skandalfrei. Nicht nur, dass sie sich regelmäßig für den Playboy auszieht und auch schon in einem Softporno mitgewirkt hat, sie setzt auch alles daran, in der Öffentlichkeit zu stehen. So wird ihr nachgesagt, dass sie sich mit einflussreichen Männern trifft, um ihrer Karriere auf den Sprung zu helfen. 2014 schläft sie angeblich mit dem Männermodel Markus Schenkenberg und setzt auf Instagram ihre Follower darüber in Kenntnis. Sie behauptet, dass er sie verführt habe. Der Streit, der darüber entbrannte, war jedoch genau das, was die 31-Jährige erreichen wollte: öffentliche Aufmerksamkeit. Günther Krause ist als ehemaliger Bundesverkehrsminister der erste Politiker, der in den Dschungel einzieht. So lässt er es angeblich, nachdem er Insolvenz angemeldet hat, zu einer Insolvenzverschleppung kommen und entgeht einer Zwangsversteigerung seines Hauses nur knapp. Der größere Hammer, den er sich erlaubt haben soll, ist das Beschäftigen einer Putzfrau auf Staatskosten. All das entschuldigt der heute 66-Jährige damit, dass er ja eigentlich nur Ingenieur sei und kein Politiker. Die temperamentvolle Reality-TV-Teilnehmerin Elena Miras fällt in eine ganz andere Kategorie. Durch ihr aufbrausendes Verhalten gelangt sie immer wieder in die Schlagzeilen. Unter anderem, als sie mit ihrem Freund Mike Heiter in das Sommerhaus der Stars 2019 einzieht und es dort, während eines Spiels, zu einer Auseinandersetzung kommt. Sie beschimpft ihn dabei mit schlimmen Kraftausdrücken und droht sogar mit der Trennung. Doch das ist nicht der einzige Vorfall. Als ihre Tochter 3 Monate alt ist, lässt sie dem Baby Ohrlöcher stechen. Die Fans sehen das als Körperverletzung und prangern die Schweizerin dafür an. Doch die größte Skandalnudel ist in diesem Jahr wohl Daniela Büchner. Die Witwe vom 2018 verstorbenen Jens Büchner gerät sogar öffentlich in eine körperliche Auseinandersetzung. So hat sie im Rausch der Emotionen eine ehemalige Mitarbeiterin der Feneteria, die Hausverbot erteilt bekommen hat, bei der Wiedereröffnung des Cafés im Mai 2019 handgreiflich aus dem Geschäft geworfen. Welche Skandale wir noch zu erwarten haben, bleibt offen. Aber die Erfahrung zeigt, dass der ein oder andere Promi im australischen Dschungel gerne mal in Plauderlaune kommt.